Morgen, liebe Bücherfreunde! Der November hat begonnen und das bedeutet einen Rückblick auf den Monat Oktober werfen mit all meinen gelesenen Büchern, die ich ja in meinem Buch der Bücher festhalte. Was mich besonders gefreut hat, war die Abonnentenzuwachs oder der Abonnentenzuwachs. Ich habe das jetzt relativ selten früher verfolgt und bin ganz oft bei Schnapszahlen irgendwie auf meinen Kanal selbst gekommen, um zu sehen, wie viele Abos da irgendwie sind. Und ich hatte mir jetzt Anfang Oktober aufgeschrieben, da war ich bei 895 Abos. Hab dann auch die 900 bewusst mitbekommen, auch auf Facebook geschrieben und mich echt tierisch gefreut. Und jetzt per 31.10. sind es 960 Abos. Also ich muss sagen, 65 Abonnenten, die im Oktober dazugekommen sind, das ist wirklich, ach Leute, ihr glaubt gar nicht, wie ich mich da freue. Das ist echt der Hammer, wir steuern auf die 999 zu. Und ich bin ja ein Schnapszahlen-Fan, von daher wird es dann auf jeden Fall was zu feiern geben. Und vielleicht klappt es ja im November oder zumindest noch in diesem Jahr, dass wir die 30 Abos noch dazu bekommen. Ich freue mich, ich danke euch fürs Zusehen und bin wirklich happy, dass so viele mehr regelmäßig, unregelmäßig sich meine Videos anschauen. Da bin ich, ach, da geht mir echt ein Herz auf. Zur weiteren Statistik geschafft habe ich 8,5 Bücher, ist leider ein bisschen wenig, was aber mit verschiedensten Gründen zusammenhängt, zu denen ich dann komme. Und das waren 2604 Buchseiten, ist jetzt auch nicht wirklich spektakulär, was bedeutet, dass ich 84 Seiten grob pro Tag gelesen habe. Also ein sehr schlechter Schnitt. Und aber er lässt sich gut erklären. Es sind 8,50 € an meine Herzensangelegenheiten, 7 Katzenleben e.V. hinzugekommen. Das könnt ihr unten in der Infobox lesen. Und das waren dann 41,50 €. Und die haben momentan eine kleine Kitten- oder eine große Kittenschwemme. Und ich habe da 36 € in diesem Monat gespendet, die was zu dem Zeitpunkt einfach drin waren. Und zwar haben die so ein Futterspende, wo sie wirklich aufzeigen, wie viel sie von irgendwelchem Futter oder sonstigem noch brauchen. Und dann kann man da ganz einfach das auswählen. Ich glaube, mittlerweile ist die Futterspendebox komplett voll, was ich echt super finde. Aber man kann da natürlich jederzeit hinspenden. Wer gerne Katzen in Spanien unterstützen möchte oder vielleicht sogar eine aufnehmen möchte, wer weiß, einfach mal unten in die Infobox, da gibt es alle Infos. Zu den 8,5 Büchern. Ich hatte ja im September schon auch ein halbes Buch und es hängt einfach mit diesen Büchlein zusammen, dass ich im September begonnen habe, im Oktober dann beendet habe. Wen der Rabe ruft von Maggie Stiefvater. Ein wunderbares Buch. Der Anfang einer Tetralogie. Ich weiß gar nicht, also in Viererreihe. Den zweiten Band gibt es schon in Englisch. Den habe ich schon entdeckt, noch nicht gekauft. Und ich muss auch gestehen, angefangene Reihen irgendwie regt es mich zurzeit ein bisschen auf. Aber ja, deswegen werde ich jetzt im November meine komplett abgeschlossenen Reihen lesen, die ich da habe. Und ein ganz, ganz tolles Buch, hat mir viel, viel Spaß gemacht und ich freue mich da wirklich, wie es weitergeht. Und auch das Cover ist wunderschön. Der Skript 5 Verlag hat wirklich wunderschön gestaltete Bücher und macht immer wieder Spaß. Dann ein Rezensionsexemplar von Blanc Vallée, die Liste der vergessenen Wünsche. Ich hatte ja 2 bekommen, 1 hatte ich dann verlost. Das ist auch mittlerweile angekommen. Ich hoffe, der Gewinnerin gefällt es. Ich fand das Buch wunderschön, es hat mich berührt, es hat mich ergriffen und es hat einem so ein bisschen gezeigt, dass das Leben doch nicht ganz so schlimm ist, wie wir das immer alle denken und dass es uns doch eigentlich sehr, sehr gut geht. Und dass es auch eben die kleinen Dinge sind, die uns Freude machen sollten und auch das Cover, mir gefällt es sehr, sehr gut und war ein ganz, ganz tolles Buch. Dann der neue Roman von Cecilia Ahern, Die Liebe deines Lebens. Eine etwas andere Geschichte von Cecilia Ahern, dennoch auch hier
Sehr berührend, wunderbar geschrieben mit der kleinen Magie, die wir von Cecilia Ahern kennen. Hier haben wir ja die Geschichte, dass sie einen, den sie vom Selbstmord abhält, überzeugen muss bis zu seinem Geburtstag, dass das Leben lebenswert ist. Und die Kapitel sind unterteilt in Ratgebertitel, die sie so liest. Also 10 Möglichkeiten, wie sie sparen, 15 Möglichkeiten, wie sie ihr Haus sauber halten. Keine Ahnung, ganz lustig auch so vom Kontext gemacht. Sie hat sich wieder selbst übertroffen und es ist blau und ein wirklich wunderbarer Cecilia Ahern-Roman, der mir sehr gut gefallen hat. Dann kam der dritte Band einer Reihe bei mir an und da ich nicht nur den dritten Band lesen wollte, sondern mich komplett in die Draki-Welt stürzen wollte, habe ich alle 3 Teile von der Firelight-Reihe gelesen. Beginnen mit Brennender Kuss, für mich wirklich das schönste Cover aus der Reihe und eine wunderbare Buchreihe. Sophie Jordan, das kam vor 2 Jahren raus, ich glaube auch direkt im November. Das sind alles 3 Rezensionsexemplare vom Löwe Verlag. Ich weiß noch, den ersten Band, den habe ich auf Empfehlung von der damaligen Mitarbeiterin dort bekommen, die meinte, Mensch, vielleicht ist das was für dich, und sie hat voll ins Schwarze getroffen. Flammende Träne hatte ich dann direkt angefragt, das war der 2. Teil im letzten Jahr. Und der 3., ja, da war ich wohl auf der Wunschliste gestanden, jetzt Leuchtendes Herz. Und ich wollte mich komplett in diese Draghi-Welt sozusagen einfinden und musste sie einfach alle 3 auf einmal lesen und habe das auch wirklich relativ zügig weggelesen. Wunderbare Geschichte, wunderbare Bücher. Dazu gibt's oder gab's, ich weiß noch nicht, wann ich's hochlade, auf jeden Fall ein Bann im Buch rein, Special, wirklich wunderbar. Und diese Bücher gehören gehypt, sie gehören in der Welt bekannt gemacht und ich will unbedingt eine Buchverfilmung sehen und ja, damit könnte man mich glücklich machen. Dann habe ich gelesen Zugvögel, das ist eine Anthologie, ich habe es bei meinen neuen Büchern schon vorgestellt, die liebe Yvonne, meine Schwalbe, hat dieses Büchlein, also sie hat eine Geschichte in dieser Anthologie geschrieben und hat mir dieses Büchlein zur Verfügung gestellt mit einer ganz lieben Widmung. Liebe Schwalbe, fühl dich gegrüßt von mir, ich weiß nämlich, dass sie ganz regelmäßig meine Videos guckt und jetzt auch ganz regelmäßig kommentiert, was mich echt happy macht. Und der liebe rege Kontakt hier über YouTube und auf Facebook, der ist so inspirierend und macht mich so glücklich. Und sie ist einfach super spitze und ich freue mich auf ihren Debütroman, an dem sie momentan schreibt, Heaven's Door. Und bin da wirklich sehr gespannt, denn wer so tolle Nachrichten schreibt und Kommentare schreibt, der hat's einfach drauf und ich freue mich da wirklich tierisch. Zugvögel. Und als letztes Buch in diesem Monat habe ich von Casey West Vergissmeinnicht gelesen. Das Buch habe ich ja auch in diesem Monat mir sozusagen bestellt und musste dann, weil es eben einfach ein Einzelband war, auch von mir gelesen werden, weil wie gesagt, irgendwie hat es mich an keine Reihe dann hingezogen und schon an gar keine, wo es ein Ende noch fehlt. Deswegen ein abgeschlossenes Buch, wo die liebe Eddie eine Gabe hat und sie kann, ja, oder ihr Talent ist es, ihre Entscheidungen abzuwägen, auszuloten. Das heißt, sie stellt sich eine Frage oder sie steht vor einer Entscheidung und kann sich dann die beiden Entscheidungen ansehen, wie sie möchte, kann auch entscheiden, wie weit sie in die Zukunft sehen möchte, was die Entscheidung bewirkt. Und vergiss mal nicht, bezieht sich eben auf einen Menschen, der eben nicht von ihr vergessen werden möchte, denn sie kann ihre Erinnerungen, die ja nicht echt sind, sondern durch das Ausloten entstanden sind, dann auch von ihrer besten Freundin ja löschen lassen. Und ja, eine wunderbare Geschichte, die mich wirklich total überzeugt hat, total geflasht hat, überrascht hat, dass sie so gut ist. Und ich bin echt happy, dass ich das bestellt habe. Und ja, ganz, ganz tolles Buch, kann ich nur empfehlen. So, das waren die 8,5 Bücher. Es war ein schöner Büchermonat. Ich habe schöne Bücher gelesen, gar keinen Zweifel, eigentlich gar kein schlechtes dabei. Warum nur so wenig gelesen? Ja, ich hatte viel in der Arbeit zu tun. Ich habe da ja ein bisschen die Stelle nicht gewechselt, sondern eher aufgestiegen zur Gruppenleitung. Und das bedeutet irgendwie schon ein bisschen mehr Arbeit, auch mal ein paar Gedanken mehr darüber machen, was macht man so den ganzen Tag. Und dann habe ich natürlich Sims 3, habe ich ein neues Add-on, Dragon's Valley. Und ja, hier verfalle ich förmlich in Sucht. Dann gibt es auch noch Donnerstag und Freitags The Voice of Germany. Germany natürlich, um Gottes Willen, mit Samu von Sunrise Avenue, Nena Bosshaus und Max Herre in der Besetzung.
Und ja, das macht mich echt glücklich. Tolle Stimmen, tolle Musik und Samu, ich liebe diesen Kerl. Und echt ein Hammer. Also auf den habe ich mich echt gefreut und er hat mich nicht enttäuscht. Der ist so sympathisch, so cool und ach, einfach hammergeil. Und ja, deswegen, da fallen dann schon 2 Tage die Woche weg, wo man was lesen könnte. Denn nebenbei lesen könnte man natürlich, aber man will das Ganze ja so auf sich wirken lassen und naja. Ja, das waren meine Entschuldigungen für den wenig lesenden Monat. Aber das kommt eben auch einfach mal vor, dass es andere Dinge gibt, die einen irgendwie beschäftigen. Ist auch gar nicht weiter schlimm, denn jetzt kommt ja die Herbst-Winter-kalte Zeit. Es ist dunkel und da wird auf jeden Fall wieder schön gelesen. Und es sind auch ganz viele schöne Bücher da, die ich unbedingt lesen möchte. Angefangen jetzt hoffentlich in den nächsten Tagen mit Nekare Band 3, auf den ich mich wirklich freue. Und ja, das war's diesmal von mir. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit meinem Büchermonat. Ich wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss, eure Steffi.